Hallo und willkommen zurück zu Sir, You Are Being Hunted. Ich muss euch hier leider ein kleines Geständnis machen. Die Technik hat bei der letzten Aufnahme versagt und so fehlt euch genau eine halbe Stunde einer wundervollen Aufnahme, bei der ich nicht nur die Roboter ausgetrickst habe, sondern auch noch das fehlende Maschinenteil, das uns in der vorigen Ausgabe entgangen ist, einkassiert habe und es bis zum Steinkreis zurückgebracht habe. Außerdem fehlt euch auch noch ein Teil meiner Monologe über Wikis und warum ich jetzt nicht mich darüber schlau gemacht habe, wie weit ich in dem Spiel gehen könnte, wie weit die Sichtweite der Roboter ist und so weiter und so fort. Tja, rückgängig machen kann ich es nicht, denn es zählt immer nur der letzte Spielstand. Deswegen mea culpa maxima, wie einer meiner alten Kollegen zu sagen pflegte. Deswegen seht ihr jetzt links oben im Bildschirm den Frames per Second Counter. Der soll verhindern, dass ich es wieder übersehe, dass das Programm abgeschmiert ist. Denn für mich, für euch leider nicht, aber für mich zeigt er die Frames per Second in Rot an, sobald die Aufnahme läuft. Genug des Lamentierens. Wir fangen jetzt in der westlichen Insel an. So, wie gesagt, die westliche Insel. Ich hatte entschieden, dass das Industriegebiet mit dem langen Mann, der dort immer herumspaziert, mir doch ein wenig zu sehr auf den Senkel ging. Das zweite, was euch vielleicht auffällt, die Auflösung ist höher. Ja, es ist mir tatsächlich entgangen, aber ich hatte vorher eine niedrigere Auflösung. Böse, böse. Keine Ahnung, warum das System auf hohe Auflösung standardmäßig eine so niedrige Auflösung wählt. Aber wie ihr seht, wir spielen jetzt mit mehr Details und vor allen Dingen spielen wir auf 1920x1080. Ihr könnt das Spiel also ab sofort in HD genießen. So, und wie ihr seht, die westliche Insel ist offensichtlich wieder landwirtschaftliches Gebiet, oder zumindest war es das einmal. Dementsprechend werden wir uns hier verhalten wie auf der Hauptinsel und möglichst von einer Deckung zur nächsten huschen. Ich habe hier im letzten Durchgang auch schon Ballons gesehen, das heißt, hier werden wir uns auch wieder vor ihnen verstecken müssen. Was natürlich klar ist, es wäre ja langweilig, wenn nicht. Vielleicht nochmal kurz darauf zurück, warum ich mich nicht dafür interessiere, das Spiel ein wenig vorab kennenzulernen, indem ich mir andere Let's Plays angucke. Ich genieße es wirklich, jedes Detail hier für mich alleine zu entdecken. Alleine der Schrecken, den mir dieser lange Riesenroboter eingejagt hat. Unvergleichlich. Flasche Wein. Wir schleppen schon wieder viel zu viel mit uns herum. Wisst ihr was? Wir sortieren vielleicht die Sachen ein bisschen vor. Ausnahme vielleicht eine Waffe, wenn wir sie finden sollten. Was ist das? Minz. Dann können wir das nächste Mal, wenn wir hier vorbeischauen, eventuell schneller looten. Kugeln. Lassen wir auch erstmal hier. Hui, wir sind ein guter Werfer. Wahrscheinlich haben wir Cricket gespielt.
Ja? Wo? Ah, da ist sie. Schon wieder. Canned Food, Spielzeug, Eisenbahn, haben wir auch noch eine. Single Use. Wir schleppen eigentlich viel zu viel Zeug mit uns herum. Aber solange sich hier keiner aufhält. Hier müsste sich eigentlich gleich wieder das Meer zeigen. Genau. Steinfeld, da hinten ein Herrenhaus. Oh ja, was ihr in der letzten Episode auch nicht gesehen habt, ich habe mal wieder einen Roboter erledigt. Er kam uns ein bisschen zu nahe und als er um die Ecke bog, traf ihn die Kante einer Axt. Nun, besser er als wir, oder? Es mag vielleicht komplett vorgeskriptet sein, aber ich bin davon immer wieder beeindruckt. Na, also, ich habe mich schon gefragt, wo die sich rumtreiben. Da hinten ist wieder einer. Aber uns erwischt ihr nie. Bis jetzt haben wir immer noch nichts gefunden. Naja, man will es uns nicht zu einfach machen und ich will es gar nicht zu einfach haben. Wo ist denn der Spaß, wenn das jeder könnte? Ich möchte mir dieses abgebrannte Haus einmal ansehen. Das dachte ich mir. I know you're not used to preparing your own meals, sir. But I'm sure you can master roasting game on an open fire. That smoke can be seen wir haben nur ein Fleisch, das lassen wir lieber. Dann werfe ich noch schnell einen Blick in diese Hütte. Dies ist ein Fenster, da werfen wir nichts hinein. Und hier finden wir leider auch nichts. Zu schade. Ich hoffe immer noch, wir finden irgendwo mal vielleicht eine Flinte oder eine Pistole. In meinem ersten Testdurchgang war es das erste, was mir in die Finger fiel, eine Pistole. Beziehungsweise ein Revolver. Ich
Bin der Meinung, ich hätte da was aufblinken sehen. Aber vielleicht war es auch nur Einbildung. Aha, doch. Bewegt er sich von uns her oder zu uns her? Meint ihr, es reicht 60 Sekunden, um... Es sollte. Um eine großzügige Runde um diese Gentlemen herumzudrehen, uns im Gebüsch zu verstecken und einen kleinen Grab and Run zu veranstalten, sobald sie darauf hereingefallen sind. Ich hoffe, das Teil ist nicht zu groß. Musketenkugeln, was ist das hier? Mit dieser Technik könnten wir noch einiges erreichen. Boah. Trotzdem, mein Herz schlägt gerade im Takt der Musik. Seht euch dieses Monstrum an. Sehen südöstlich, also geht er nach Osten. Und wir versuchen jetzt natürlich. Wir sind hier auf freiem Feld. Dort sehe ich niemanden. Glücklicherweise gibt es in diesem Spiel kein Sprintmeter oder ein Quiet now, sir. Just let you get on with things. Good luck. Ah, okay. Er hat gerade gesagt, er wird jetzt die Klappe halten und uns mal für uns selber weitermachen lassen. Leere Flasche. Thermoskanne mit Tee. Die Thermoskanne stecken wir direkt mal ein. Ach, ja, haben wir schon gesehen. Ah, Reclaim Traps. Das könnte uns irgendwann mal nützlich werden. Was ich aber wirklich will... Chocolate Biscuits. Das sortieren wir auch mal runter. Wäre eine Pistole.
hier schon? Vielleicht. Könnte sein. Nein, ernsthaft? Okay, da ist nicht. Aber wir haben das nächste Teil im Inventar. Und wir sind auf dem Rückweg. Momentan sind unsere Taschen ehrlich gesagt zu voll, um große Plündertüren zu vollführen. Und wahrscheinlich habe ich auch etwas übertrieben. Streichhölzer. Teil für die Maschine. Wisst ihr was? Wir platzieren direkt noch eine Flasche Stout hier. Das wird sich in Zukunft besser looten lassen als alles andere. Das ist wieder ein Ballon. Wir schleichen uns mal still und... Okay. Ah, schon wieder eine Axt. Und wie ihr seht, habe ich auch die Tasten für den Blick nach links und rechts gefunden. Und wir treten den strategischen Rückzug ins Gebüsch an. Den Dicken habe ich schon mal getroffen. Und meine Axt ist satt an ihm abgeprallt. So, Freunde. Hier sind wir unsichtbar und können uns getrost vom Acker machen. Ein kleiner Umweg. Sollen sie uns doch suchen, solange sie wollen. Solange ich nicht mindestens eine gute Waffe in Händen halte, möchte ich mich nicht mit diesen Gentlemen duellieren. Wo ist denn meine schöne Tarnung hin? Nun gut, wir wollen ja eh erstmal unsere Beute nach Hause bringen.
muss dazu sagen, dass ich mich mit dieser Art Gelände langsam recht gut auskenne. Mistviecher. Ah, und da ist unser Steg. Man stelle sich vor, man springt panisch an diese Stelle ins Wasser und versucht zum Steg hinüber zu schwimmen und nun ja. Ihr versteht, was ich meine. So, dann auf nach Osten. Entschuldigung, ich musste mir hier gerade einen kleinen Drink genehmigen. Ist da noch ein Teil? Nicht zu groß ist und nicht bewacht. Natürlich wird es bewacht. Aber das merken wir uns einfach mal. Südlich vom westlichen Anlegesteg. Stelle da hinten einen Ballon. Na, komm. Ich höre nichts. Oh, eine ein schlecht einzusehende Feuerstelle. Nicht, aber das bringt uns leider auch nicht weiter. Ist hier noch eine andere Tür? Ich fürchte nein. Schade. Wahrscheinlich haben sich diese bekloppten Roboter alles unter den Nagel gerissen, was irgendwie waffenähnlich aussah. Die Himmel im Auge behalten. A few more of those, and we can activate the device. Den Robotern dieses eine Teil nicht auch abgeluchst bekommen.
anderes Anwesen. Im Dunkeln sieht hier alles... Nein, das ist dasselbe. Das gleiche. Westlich, westlich. Es regnet. Very British. Ich bin leider nicht sicher, ob uns das nützt. Schon gelernt, die Reichweite dürfte ausreichend sein. Weiträumig umgehen. Haben sie uns jetzt gesehen oder haben sie nur den Wecker erschossen? Okay, sie haben uns gesehen, aber die Ablenkung war lange genug. So leicht kriegt ihr uns nicht. Und wir nehmen wieder die großzügige Route. Tochter Haggis. Thank you.
Wenn wir den aus einer günstigen Position erwischen, können wir den platt machen, aber ich sehe schon, da sind mehrere. Ich würde sagen, wir bringen... Die haben irgendwas Lebendes gefunden. Sein Pech, unser Glück. Ich dachte, ihr seid Briten, ihr schießt wie Amerikaner. So, Freunde, da ist der Stein. Und ich verabschiebe. Nein, ich bleibe noch ein bisschen in diesem wunderschönen Land. Wir haben gespeichert und beim nächsten Mal jagen wir die restlichen Teile. Denkt dran, wenn es gefallen hat, Daumen hoch, damit ich weiß, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter, dann mache ich was anderes. Und wenn ihr mir was sagen wollt, Kommentare gehen immer. Bis denn. Ciao.